Welcome back zu Resident Evil Code Veronica X HD. Auf und dann wir vielleicht mit dem Dreh. Ja, was geht ab? Ich habe hier noch nicht herausgefunden, wie es jetzt weitergeht, aber wir werden Folgendes machen. Wir werden das Juwel jetzt auf jeden Fall mitnehmen, weil ich muss beide Steine haben, definitiv. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das machen muss. Aber das finden wir raus. Und zwar in dem... Überleg. Und zwar indem wir jetzt einfach mal erstmal nochmal zu dem Tigerkopf gehen. Bevor ich irgendwas mache, gehe ich nochmal zu dem Tigerkopf. Ich habe jetzt ja nicht ohne Grund diesen Shortcut hier irgendwie. Obwohl der Grund ist wahrscheinlich einfach nur, dass der Shortcut halt freigeschaltet sein soll. So, wir geben ihm erstmal sein rotes Auge wieder, damit er sich wieder zudreht. Und das hier macht mich nämlich eher skeptisch. Es funktioniert elektrisch. Das ist ein Hinweis, der eigentlich nur Sinn ergibt, wenn er mir irgendwas sagen soll. Nämlich, hier, pass auf. Ach shit, hier will ich gar nicht hin. Aha, doof. Doof. Hier will ich auf gar keinen Fall hin. Hier weiß ich, dass ich falsch bin. Nämlich will mir das sagen, dass das Teil ausgeschaltet werden kann. Also er dreht sich dann nicht mehr, wenn kein Strom läuft. Deswegen werden wir jetzt versuchen, den Strom abzustellen. Ich weiß halt nur nicht mehr genau wo. Irgendwo haben wir den Strom mal eingeschaltet. Das weiß ich noch. Aber... Speicher... Ah, wo war das? Sag doch mal einer. Danger High Voltage. Das sieht nach Generator aus. Ja, genau. Aber das Ding kann ich doch gar nicht. Doch, kann ich. Wie sieht's mit Speichern aus? Wollen wir mal wieder speichern? Ich hab was da. Ich werde auf jeden Fall die Flügel auch noch reinholen. Noch irgendwas? Nö. Sonst nix. Okay. Dann gucke ich erstmal, ob ich den Strom abstellen kann. Und wenn das funktioniert, stimmt der Schalter. Gut. Dann ist die Etage wieder stromlos. Das ist eventuell gut. Ich weiß es noch nicht, ob das... Aber muss, klar. Deswegen habe ich da die Tür aufgeschlossen, weil ich jetzt da durchgehen kann. Das könnte ich wahrscheinlich sonst nicht, weil die Türen irgendwo nicht mehr öffnen, weil der Strom hier nicht an ist. Und dann kann ich beide Steine rausnehmen. Muss ich dann den Strom wieder anmachen? Eigentlich nicht, oder? Ich könnte wahrscheinlich. Okay. Ah, wie kam ich denn da nochmal hin? Bin ich nicht sogar da? Ja. Na klar. Von hier aus kann ich dann in die Halle. Ja, und dann... Ja. Das muss richtig sein. Schnappen wir uns die beiden Steine. Das Ding reagiert nicht. Fantastisch. So. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich den Strom wieder einschalten sollte oder nicht. Ich lasse ihn erstmal ausgeschaltet. Bis ich irgendeinen Nachteil merke. Irgendwie erinnert mich die Musik an Twin Peaks.
Leute, ist das euer Ernst? Ich hab dem dahinter die Rübe weggeschossen und ihm nicht? Wo kommt ihr überhaupt auf einmal her? Das ist ja Bullshit. Ihr könnt doch nicht einfach, weil ich den Strom abgestellt habe, hier jetzt auf einmal wieder rumrennen. Was war das? Ah! Fuck you. Kennt ihr das noch? Das Lied. Fuck you all, you little asses. Fuck you all, you make me sick. Das lief damals im Radio. Ja, einsetzen. Unzensiert, das weiß ich noch. Das war damals war ein Skandal, weil das lief unzensiert. Und hatte mehr Schimpfwörter als jedes Lied von Eminem. Und Eminem-Lieder waren immer zensiert. Da war selbst Bullshit, da war selbst das Shit zensiert. Aber fuck you all, you little asses, war vollkommen okay. Teilweise wurde es dann auch zensiert, aber... Naja. Was dann auch total bescheuert ist, weil im Radio klingt das dann ja... Hm, you all, you little... Huh, all, you make me sick. So ein Bullshit, Alter. Radio, ne? Ist sowieso... Ach Gott, Radio. Dann noch lieber so eine altmodische Spieluhr. Auch eine fragwürdige Mechanik, ne? Willst du noch ein bisschen Musik hören, bevor du einschläfst? Ja, bitte. Oh. Hätte ich einen Granatwerfer mitnehmen sollen? Snake Eater. Wow, hier war ich noch nicht. Ein Füller. Ich bälle, naja, mit ein bisschen Fantasie. Oh, guck mal, das Bild ist zerschnitten. I smell a Rätsel, ein Rätsel. Freund aller Kinder. So, jetzt kombinieren wir die erstmal damit. Oh, tatsächlich alle auf einmal. Sehr gut. Ich habe ganz kurz überlegt, ob das womöglich jeder Flügel einzeln sein müsste. Okay, eine Libelle aus Juwelen und purem Gold. Die Flügel sind vollständig. Geilo! So, was ist jetzt hier mit den Bildern? Nix oder was? Das Porträt eines Mannes. Aha. Pflanzen sammle ich ein. Zur Not kann ich die ja wegkombinieren. Ich habe das Gefühl nämlich nicht los, dass ich zu viel Kräuter rumliegen lasse. Das Porträt eines Mannes, ein großer Kratzer ist auf dem Gemälde. Nichts Nützliches. Ist das eine Tür? Oder ein Schrank? Was ist das? Eine Schranktür vielleicht sogar. Hier geht auch nichts, obwohl es aussieht. Oh. Nee. Wo liegt da denn Inkribben? Das sieht man ja gar nicht. In so einer Vase drin, oder was? Es lohnt sich tatsächlich einfach mal so diese Dinge abzurennen und... zu drücken wie ein Blöden. Wie ein Blöden. So, die Spieluhr kann ich jetzt aber ignorieren, oder? Ich habe jetzt die Libelle. Wo muss ich nochmal hin, um diese Libelle einzusetzen? Ich weiß, dass irgendwo ein... eine Einbuchtung für eine Libelle war. Ich weiß auch, wie das da drumherum aussieht. Ich weiß nur nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. Ja, ja, klar. Hier, jetzt komme ich zu dem Gefängnis. Claire! Claire? Chris? Is that you, Claire? Chris? No! The door won't open. It won't budge. Hey, is Steve with you? Naja, mehr oder weniger. Steve? Hey,
Oh Gott, Claire. Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Aber du bist eingesperrt. Can you unlock it from the inside? Okay, no, okay. I can't. Chris, there should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Das ergibt Sinn. Lass uns die Bude in die Luft jagen. Sie können keine Items mehr nehmen. Oh, fuck. Ja, schade, Claire. Ich habe zu viele Kräuter. Naja. Sicherheitsordner. Wieso muss ich den Sicherheitsordner dafür mitnehmen? Ach genau, das war der... So, und hier geht es dann nämlich hoch und da war das Ding mit diesem Plasma... Diese Plasmakanone. Und darunter muss dieses... Ding nämlich gewesen sein hier. Genau. So, und hier... Genau, perfekt. I'm so excited and I just can't hide it. Oh, immer ein Schuss zu viel, ne? Es ist nie ein Schuss zu viel. Ein Computerterminal. Von hier aus ist der Zugang zur Selbstzerstörung möglich. Ja, das ist ja geil. Zur Aktivierung wird die Sicherheitskarte benötigt. Ich will das zerstören. Wozu brauche ich da noch eine Sicherheitskarte? 4, 5, 6, umgekippt. 8 tot. Oder doch nicht? 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, 8, 4, 7, 8, 9, 10. Ach, schon lange nicht mehr gehört. Oh, der lebt ja noch! Kurz. Wozu kann ich hier jetzt rein, wenn ich hier nichts machen kann, außer noch mehr Kräuter einsammeln, die ich irgendwie doch nicht so dringend brauche, wie ich dachte. Sicherheitskarte. Wo krieg ich denn jetzt eine Sicherheitskarte her? Und wieso ist diese Musik so, als wäre es kurz vorm Ende? So heroisch. Was ist da los? Das, ey, wenn da jetzt die Karte drin ist. Irgendwas liegt zwischen... Ach! Ach, komm schon. Die Sicherheitskarte wurde benutzt. Entriegelung der Selbstzerstörung des Selbstzerstörungssystems. Please enter the security code. Okay. Veronica Dillon Sister. Oh, war es mit 2 N? Nein. Die Eingabe wird überprüft. Code bestätigt, die Sperre wird aufgehoben. Alle Schlösser wurden geöffnet. In order to help expedite. This facility will detonate in 5 minutes. Das passt, wir haben noch ziemlich genau 5 Minuten. Fuck, Alter. Timer, alles klar, kein Problem. Ich habe irgendwann mal wieder gespeichert, überhaupt kein Stress. Kein Druck für niemanden. Ich hole mir jetzt die Plasmakanone, weil jetzt sind die Schlösser offen. Kein Stress. You've made it. Of course. Of course. Come on, let's get out of here. Nein, 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 nein. What the fuck? Alexia jetzt oder was? Nee, was ist das? What are we gonna do?
Aw, yeah. The bad mother... Okay, turn the key clockwise simultaneously on three. Got it. One, two, three. One. Take your time. Two. Okay. I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, but... I can take care of this. Just go. You have to make it. Don't die on me. Don't you fucking die on me now, Mia. Nicht anfassen. Nicht anfassen. Was? Ich habe einmal auf sie geschossen. Oh, das war ein Fehler. Alter, was? Fuck. Wie viel Heil... Alter, okay, ich hab ein paar. Ich hab 6 Schuss jetzt zusammen. Ja. Sagt das Ding mir, wenn die Waffe aufgeladen ist? Wahrscheinlich, oder? Jawohl, sie smasht das Ding hier selber. Das ist ja nice. Oh, 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 oh. Also bis jetzt hat das irgendwie das Spiel die geilste Musik so. Es wird immer mehr, es wird immer mehr. Nein, Chris, wo schießt du denn hin? Warum habe ich es benutzt? Oh, sick. Warum ist der Scheiß nicht mehr aufgeladen? Bei 3 Minuten. Wenn noch 3 Minuten drauf sind, come on. Holy fucking shit, warum hat das Ding denn keinen Fast Charger? Das war's. Das war es. Jetzt sei doch endlich aufgeladen, verdammt! Ja, bin tot. Scheiße. Das war's für diese Folge. Schade, wir sehen uns in der nächsten wieder. Dann werde ich das Viech erfolgreich bekämpfen, ganz bestimmt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und Adele!